Ayo, was geht von der Eikampfstaffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Pro Street Redux. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, haben Ryo Watanabe besiegt und wie versprochen kümmern wir uns von Folge zu Folge um diverse Bosse und ich würde sagen, wir starten heute mal mit der, mit den Drag-Geschichten mehr oder weniger. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ich habe mir noch einen Shelby GT 500 geholt. Hab den getuned und wir holen uns auf jeden Fall, sage ich mal, die Krone, ne, von der Drag Queen heute in dieser Folge. Und da werden wir auf jeden Fall, sage ich mal, den einen oder anderen Drag-Kollegen da wegsmacken. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, ist auch mit so meiner Lieblingsdisziplin, muss ich sagen, in dem Spiel. Den Drag übertrieben geil. So. .786. Gut weit über den Durchschnitt, perfekt. So. Da klatschen wir die Rennen. Auf entspannt mit unserem wundervollen Dodge Charger. So schwarz wie die Hölle. .738. Wir waren einen Ticken schneller auf jeden Fall, einen guten Ticken. Geht aber noch schneller. So. Perfekt, Maximum Grip. .731 ist noch mal ein Ticken schneller, geil. So, 13.000 Punkte, perfekt. Da ist die Alte. Sie ist also der Dragmeister. Ja, die Karre hole ich mir mit Vergnügen. Erstmal Streckenrekord gebrochen. So, wir müssen, glaube ich, aber alle dominieren. Mach ich aber gerne. Also, wie gesagt, Drag gibt nichts, was ich nicht gerne mache. Ich feiere Drag extrem. So. Perfekt, Junge. Sehr schön. .748, okay. Auf jeden Fall weit über den Durchschnitt. So. Ja, ich muss sagen, der Wagen, Digga, mit wie viel waren es PS? 1000? Ist schon heftig. So. Alter, komplett durch den Wheelie, Digga, 739, auch nochmal einen Ticken schneller. Ja, Joe Tackett ist auch dabei. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich richtige Rennfahrer waren. Maximaler Grip. Thank you.
Sie macht um 50, ich glaube, einen Ticken langsam sogar. Weil ich nicht, ja, weil ich nicht ganz perfekt schalte, aber ist aber trotzdem vollkommen okay. Hier nochmal 12.900. Bombe und nochmal einen fetten Streckenrekord gebrochen. Und wir hier hinten, neben der Continue Race Day, müssen wir natürlich. Wie hieß die nochmal? Ich habe von der alten ein Poster, genau über meinem Monitor habe ich noch ein Prostitute-Poster. So. Alter. So. Perfekt. Sehr schön. Alter, fast 400 Sachen. Geisteskrank. Boah, Alter, wir sind aber ganz weit über dem Durchschnitt. Leck mich am Sack. Derek Anderson. Auch mit dem Charger unterwegs. Aber unser Charger, der sieht aus, Digga, wie frisch aus dem Dings, Mann. Einfach geil. Alter, 402 Sachen. 402 Kämmer. 403, Alter. Tschüss. Einfach 400 irgendwas, Digga. Über 400 mit dem Charger. Das musst du doch erstmal rechnen. Ich glaube, 403 war so der. Das ist die maximale Geschwindigkeit, ob ich die mit dem Prospect erreichen kann. Auf jeden Fall, man kommt über die 400, definitiv. Aber so 403, glaube ich, war das Maximum. Bei jedem Wagen. Wild. 10,94, Digga, 12.000, Alter. Streckenrekord mies geworden. Dominated, nice, sie haben einfach nochmal fett dominiert. So, perfekt. Dann direkt hier, nochmal der Charger. Ja, ja, alles klar, Digga. Wheelies für uns. Ja, lachen darüber. So. Machen wir direkt hier. Chargerius. So. Maximum Grip. Meter, das Maximum, was geht, haben wir rausgeholt. Tschüss, Alter. Buff. Maschine, Alter. Ich glaube, mehr als 399 kannst du gleich rausholen. Also. Eben, eine Viertelmeile. 400 Meter. Ah, ein bisschen beschissen geschalten. Aber trotzdem 287. Vollkommen okay. Ich meine, das Maximum eh erreicht. Also mehr als 399 Meter, ich kann es sogar nicht erreichen. Das ist der absolute Max. So.
perfekt. Ja, 398,99 sowas. Fett. Jetzt bin ich gespannt. 9.900. Ja gut, mehr kannst du auch nicht erreichen. Das ist das Maximal, das totale Maximum. So, so, dann gehen wir hier direkt auf die Viertel. Test mal den GT500, mal gucken, wie der ist. Wie viel besser? 728. Jetzt tanzt hier bei mir, na super. Ist auch schnell. Und ich habe den gerade nur so ein bisschen kurz angefahren, ne? Also erstmal, um den Wagen so ein bisschen kennenzulernen. Weil ich bin den bis jetzt noch gar nicht gefahren. Alter! Digga, was ist das für ein Ungeheuer? 6,89! Was ist das für ein Ungeheuer, Junge? Ich glaube, ich habe den gut getuned. Das Tuning hier ist extrem wichtig. Man kann übrigens, wenn man nicht weiß, kann man auch auf YouTube gucken. Maximum Grip. Krass. War schneller zuvor? Nee. 6,89, Digga. Das ist geisteskrank. Geisteskrank. Gewonnen haben wir auf jeden Fall. 2,5. Continue Race Day. Dann gehen wir direkt in die nächste Viertelmeile. Ich glaube, ich nehme mal wieder den Charger. Also, beide Karren sind unfassbar. So. Ja. Also, wie die Kanderwagen, das ist, ich glaube, jedem klar. So. Perfekt. Aber mit dem Charger bin ich richtig eingefahren, Digga. Ist doch halt immer so meine Nummer 1 bei gewesen, wenn es zum Drag Ring geht. Immer der Charger. Das ist halt einfach. Dank dem Fast and Furious Film ist der Wagen einfach Kult wegen Toretto. Der Wagen ist halt einfach Kult. Ich habe mir heute mal wieder. Habe ich mir Too Fast and Furious mal wieder reingezogen. Paul Walker. Und Tyrese Gibson und Eva Mendes. Auch geiler Film gewesen. Geiler Film gewesen. Obwohl ich ehrlich sagen muss. Tschüss. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich fand den ersten besser. Auch wenn ich den zweiten noch übertrieben feier so. Aber der erste war besser. Der erste hat mir mehr gefallen. So. Wohl einen Ring können wir noch machen. We have one last matchup for you.
Ja, krass, wir sind die ganze Viertelmeile gefahren, Alter. Ja, gehen wir mal jetzt auf eine halbe Meile, 800 Meter, Digga. Alter. Ja, 11:24. Stabil. Boah, Josh Mason, Digga, ist aber auch knapp mit dem Arsch dahinter, Alter. Perfekt. Sehr schön. Sachen, Digga. Knapp unter 10 Sekunden. Wer war die Zeit noch mal ein bisschen getoppt? So. Dann haben wir hier noch mal das letzte Rennen. Der letzte Lauf. Dann haben wir auf jeden Fall das Rennen auch hier, beziehungsweise den Tag auf jeden Fall auch abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Ja, finished erster nochmal Streckenrekord und dominiert. Leave Race Day sehr schön, weil wir haben ihn dominiert. So. Einen haben wir noch am Start. Und dann heißt es, krass, Alter. Gehen wir mit dem Charger rein. Oh Gott, das ist die Strecke. Ich hoffe, der Charger hat das gebacken, Digga. Nicht, dass der Dings, Alter, hier umkippt. Guck mal, wir haben erst knapp 20 Minuten, ne? Und wir sind mit dem ersten Boss schon fast durch. Ja gut, Drag Ring ging schnell. F59, okay. Ja, gute Zeit. 2 Sekunden circa, das passt schon. Sehr schön. Dann hier rein in die Reifen. Elf, geil. War ein bisschen getoppt die Zeit. Ah, da kommen sie schwer an. Da kommen die schwer an. So. F16, leider nicht ganz so schnell. Ja, 11 ist okay.
Erster Platz, 12.600 Punkte. Nimmst du mit? Also wir brechen ja die Rekorde am laufenden Band. So, direkt nichts drin. Da kenne ich nichts. Heute werden wir auf jeden Fall diese Peach Roll, wie auch immer die heißt, klatschen. So. Bam, bam, bam. Das geht deutlich schneller. Das geht deutlich schneller. So. Schön die Reifen durchdrehen. Ach, ich liebe das Game, Digga. Pro Street, einer meiner absoluten Favorites. Need for Speed of all time, auch einer meiner absoluten Lieblingsgames. Ich finde das Game einfach so unfassbar nice. Ist okay. Geht aber noch ein Ticken schneller, Alter, so. 27 oder so. Können wir auf jeden Fall ran. Einzige, was Problem ist, ist halt, die Strecken sind ein bisschen speziell. Ist es schneller langsam gewesen? Schneller, okay, perfekt. 12.200, perfekt, nimmst du mit. Gewonnen haben wir auf jeden Fall. Continue. So, was haben wir hier? So, zwei schöne Wheelie Competitions. Die nehmen wir auch kurz mit. Halleluja! Oh, meine Nase. Sehr schön. Ah, 290, ist okay. Geht mir ein bisschen, oder? Aber weitem die ersten, bei weitem. Ich müsste ein bisschen besser schalten, dann geht auch noch viel mehr. So. Maximum Grip. Ja, ich war manchmal schaltet er ganz komisch, Digga. Also die Tacho geht ganz komisch nach oben, dass ich teilweise gar nicht check. Aber wir sind trotzdem Platz 1. Das ist kein Problem für uns. So, nächstes Rennen hier. Perfekt. Ja, besser, 357. Das ist schon ordentlich. Sehr schön. 9400. Neuer Rekord. So, eines können wir noch machen. Machen wir noch hier kurz mal hier das Viertelmeile-Ding. Und dann haben wir das mitgenommen, Alter. Und dann nur noch Carol Monroe im Prinzip klatschen. Dann müssten wir das haben.
Ich würde sagen, ich mache so, dann werden die Folgen zwar ein bisschen kürzer, aber wir machen so pro Folge. Jetzt gegen Ende machen wir so einen Boss. .33. Auf jeden Fall perfekte Zeit, Alter. So. Sehr schön. .34. Krass. Um eine Millisekunde langsamer. So. Maximal Grip. Schade. 7,44. Ja, um eine Sekunde, das ist schon so, so haarscharf. Okay, nice, dominiert. Okay, sie gegen unseren Charger. So, ah ja, okay, perfekt, das sind drei Rennen. Das ist gar kein Problem hier. Absolut kein Problem hier. Wheelie Competition kann die haben. Kann die haben. Dann will ich mal kurz in den Boden fahren. So, sehr schön. .171. Ha, ich, da lach ich, Alter. Da lachen wir, Junge. Das ist kein Problem. Boah, 408 Meter, tschüss. Das toppt die niemals im Leben, Alter. Ach, der Charger, wirklich, Charger ist ein Wagen, der wirklich ohne Witz seinesgleichen sucht. Das ist so ein krasses Auto. Feier ich einfach. Ja, auch nochmal 408 Meter. Maximum, was geht. Ja, kurz mal in den Boden gepfeffert, Alter. Kurz mal gezeigt, wer da hier wahrhaftige König von jeglicher Scheiße ist. So, eine Viertelmeile kriegt sie.
So. Schön den Wagen durchtrinken. Mit Traktion. Perfekt. Wo ist denn die Alte? 99. Über 2,5 Sekunden, Dicker. Mann, die ist die Königin im Schwänze lutschen, ne, auch nicht, Junge. Ab hinterm Tresen, Junge. Nein, Spaß. So. Wieder ist sie weg. Ja, nice. So. Wunderbar. Bam, 7:39. Und weg ist sie. Nochmal die beste Zeit gefahren. Nochmal 12.000 Punkte. So, nice. Streckenrekord, sein Vater gebrochen. Und ich würde sagen, machen wir hier nochmal eine halbe Meile. Machen wir ihr ein würdiges Ende, würde ich sagen. Da sieht sie nicht kommen, Herr Selimi. So, Junge, gucke hier, Alter. Reine Kraft. Max Grip. Alter. Es finde ich immer unter Kontrolle zu haben bei der Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Wir dürfen halt keinen Totalschaden machen. So. Weg ist sie. Keine Chance. Digga, 5 Sekunden teilweise, ne? Das ist schon geisteskrank, wie hart die hinten ist. Das ist schon heftig. Sehr schön. Let's go. 15 Sekunden, Digga, die wird auch nicht mehr schneller. Perfekt. Weg ist sie. Nice Clipping-Fehler an der Stelle. Und die schönen Damen überreicht uns die Papiere, Digga. Defeated Carol Monroe. Sehr schön, Alter. Der erste von den 4 Blacklist-Bossen, Kappa. Ryan Cooper, Digga. Sehr schön, haben wir es geschafft. Wir haben jetzt hier den 50.000 bekommen und den Ford Mustang GT von ihr haben wir auch bekommen. Und wir sind jetzt sozusagen der neue Drag King. So. Dann würde ich sagen, Freunde, in der nächsten Folge nehmen wir uns entweder Speed oder Drift vor. An der Stelle würde ich sagen, wir beenden jetzt immer die Folge. Wie gesagt, ich mache jetzt pro Folge einen Boss sozusagen. Das heißt, es kommen auch 3 Folgen von Pro Street und dann
hätten wir das Ganze auch abgeschlossen. Ich verabschiede mich. Bis dann, checkt die Bits auf die Zwiebeln und haut rein.